sehr geehrte Damen und Herren im Präsidium, Vorstand und Vereinsbeirat, liebe Mitglieder, kurz vorweg ein paar Worte zu mir. Ich bin Tim, 18 Jahre alt, Student und engagiere mich ehrenamtlich sowohl sozial als auch in der Kirche. Ich bin VfB-Fan, seit ich denken kann. Herr Dietrich, eigentlich wollte ich dieses Thema nicht erwähnen, muss es jetzt aber doch tun. Sie haben vorher davon gesprochen, sich mit jedem kritischen Mitglied an einen Tisch zu setzen. Ich war am Dienstag bei VfB im Dialog und habe Ihnen im Anschluss dazu eine kritische Frage gestellt. Relativ schnell sind Sie rau in Ihrem Ton geworden und haben mir geantwortet, dann brauchen wir ja nicht miteinander zu diskutieren. Das hat für mich nichts mit kritischen Mitgliedern an einen Tisch zu setzen zu tun. Jetzt zu meiner eigentlichen Rede. Liebe Mitglieder, jede und jeder hier Anwesende weiß, dass Wolfgang Dietrich bis zum 31. Dezember 2017 am sportlichen Erfolg anderer Vereine profitiert hat. Dies belegen sowohl die Kicker-Recherchen im April 2019 als auch Wolfgang Dietrich bei VfB im Dialog am Dienstag und in seiner Stellungnahme im Juni 2019, in welcher er schreibt: Seit dem 31. Dezember 2017 profitiere ich in keiner Weise am sportlichen Erfolg anderer Vereine. Zur Erinnerung, Wolfgang Dietrich ist seit Oktober 2016 Präsident unseres VfB Stuttgart. Das heißt, Wolfgang Dietrich hat mindestens noch in der Aufstiegssaison am sportlichen Erfolg der direkten Konkurrenz profitiert. Das hat er vor seiner Wahl der DFL und den Gremien vorgelegt. Allerdings hat er diese Fakten den Mitgliedern, also Ihnen und euch allen, verschwiegen. Bravo! Herr Dietrich, nun meine Frage an Sie. Warum haben Sie den Mitgliedern vor Ihrer Wahl verschwiegen, dass Sie mindestens im Aufstiegsjahr noch an der Konkurrenz profitierten? Bitte erzählen Sie mir nicht, dass das alles im Voraus der DFL und den Gremien vorgelegt und von diesen geprüft wurde. Das haben Sie in letzter Zeit häufiger erwähnt. Ich möchte Ihnen damit auch weder unterstellen, dass Sie auf den sportlichen Erfolg anderer Vereine spekuliert haben, noch dass Sie mittels Ihres Engagements als ehrenamtlicher Präsident Geld verdienen wollten. Mir geht es allein darum, warum Sie das den Mitgliedern, also denen, die Sie mit 57,2% der Stimmen vor Ihrer Wahl verschwiegen haben, gewählt haben, verschwiegen haben. Ich fühle mich von Ihnen getäuscht. Liebe Mitglieder, ich bin für Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt. Ich stimme später für einen echten Neuanfang, für eine gute Zukunft unseres VfB Stuttgart und für die Abberufung von Wolfgang Dietrich. Vielen Dank. Thank you.